Zunächst muss Detlef in Bielefeld 1000 Partywütige begeistern. Seine Coachinnen unterstützen ihn an allen Fronten. Ich stehe natürlich voll hinter Detlef und was ich ihn abnehmen kann, nehme ich ihm auch ab. Ne? Aber auch für Bühne und alles, das muss er natürlich alleine machen. Da kann ich ihm nicht bei helfen, ich kann ihn unterstützen. Aber auf der Bühne ist er dann auf sich alleine gestellt. Ganz wichtig, hat Spaß, ja. Ja, 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 Spaß. Ja. Hören, Publikum du und Publikum hören. Ja. Ja, Defi ist so ehrgeizig und wenn er was will, dann zieht er das durch. Das ist genau die richtige Kombi. Juliette ist da, ich bin da und zu dritt schaffen wir das. Nach Ballermann-Star Mia Julia ist Detlef mit seinem Auftritt dran. Los geht's! Seid ihr schon nervös? Ja, ich bin jetzt nervös, ja. Ich danke Bielefeld und ich brauche noch mal die Hände. Ja! Wird Detlef heute endlich einen reibungslosen Live-Auftritt hinlegen? Die Musik muss stehen, die Choreo muss stehen. Es muss einfach alles ganz klar auf den Punkt sein. Dafür diesmal kein Weg dran vorbei. Ladies and Gentlemen, einen riesengroßen Applaus für Detlef Defi Stevens! Wir hatten alle wirklich Schiss in der Buchse, wirklich. Wir haben, wenn da jetzt noch mal was ist, dann springt er uns ab. Dann hat er keinen Bock mehr. Und jetzt aus! Das war stabil, oder nicht? Das war sehr stabil. Ah, und ohne Falle. Mein nächster Titel, den haben wir aber leider nicht hier. Aber den könnt ihr mitmachen. Mach natürlich mal einfach. Als die alle Zugabe gerufen haben, dann sagt, oh, jetzt mache ich noch was. Da habe ich schon mal gedacht, oh, bitte nicht. Die Sonne scheint ins Badaloch. Ach, lass sie doch. Ach, lass sie doch. Die Sonne scheint ins Badaloch. Ach, lass sie doch. Ach, lass sie doch. Wir lieben das. Mega. Mega. Wow, der hat jeden Ton getroffen, weil die Sonne scheint ins Baggerloch. Das war schon geil. Und selbst das haben die Leute direkt im Ohr gehabt. Das zeigt mir, dass wir, glaube ich, schon wieder einen Ohrwurm haben. Ich bin sehr stolz auf meinen Mann. Ich wurde kurz vorher so nervös, ich habe voll den trockenen Mund gekriegt. Also ich habe gedacht, ich werde gleich ohnmächtig, mir sackt das ganze Blut in den Beinen. Ne? Aber ist schon komisch irgendwie, Hammer. Aber als wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Ja. Mega. Mega. Boah. Aber ich war voll nervös. Ne? Ehrlich? Darf ich ein Autogramm haben? Hör mal, das war Bombe. Ehrlich? Alles, also, sie ist die Fachfrau. Ich habe nichts zu bemängeln. Ich habe nichts zu bemängeln. Ich habe gar keine Worte. Ich war mittendrin. Ich habe gesehen, wie die Leute reagiert haben, links und rechts. Nicht ein einziger hat irgendwie gerufen, Scheiße oder was weiß ich. Die waren alle geflasht, die waren alle voll am Ausflippen. Und da bin selbst ich aus der Hose gegangen. Natürlich sind da noch Sachen, die wir besser machen wollen. Ja, ja. Aber es ist einfach, es ist jetzt von oben bis unten was. Und Baggerloch, was?
Spargerloch? Ja, aber wie? Ey, ich hab zuerst Schiss gehabt. Ich hab gedacht, jetzt übertreibt er, jetzt dreht er durch. Nee, aber das hast du noch krasser gemacht als die anderen. Du warst so on point bei Spargerloch, da hab ich gedacht, sag mal, will der mich verarschen? Was ist denn mit dem los? Ja, wir werden natürlich jetzt weiter Vollgas geben. Ne? Also jetzt, glaube ich, ist Steffi überhaupt nicht mehr zu bremsen. Jetzt hat er richtig hier Blut geleckt und hat mal so eine Bühne richtig gerockt. Er sagt ja immer, er schläft wie ein Fahrrad oder irgendwas mit Fahrradständer oder so heute Nacht. Das wird dann, glaube ich, heute richtig. Jetzt kommt auf mich zu, dass ich noch Auftritte habe, dass ich üben muss, dass ich mir Baggerloch und Kornfeld noch mehr reinballern muss und ein Set bauen. Und dann will ich da raus und will rasieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Fach. Jetzt bin ich hungrig und weißt du, was ich jetzt auch bin? Müde und ich nehme jetzt meine Frau und gehe. Schönen Abend noch, ihr Lieben. Meine Lieben, wenn ihr meinen Weg zum Schlagerstar verfolgen wollt, könnt ihr dies hier unten bei RTL Plus machen. Damit ihr nichts verpasst, lasst einfach hier oben ein Abo da und zu den Highlights der Sendung geht's hier unten lang.